Am vergangenen Freitag fand im alten Kursaal in Westerland die Freisprechung von 90 Sylter Auszubildenden statt, und zwar als gemeinsame Feier der Sylter Unternehmer und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA auf Sylt. Über 60 insulare Ausbildungsbetriebe können sich nun über fertige junge Mitarbeiter freuen. Allen Syltern ist es ja bekannt, dass die SVG, die damals Frau Prahl gehörte, verkauft werden sollte. Heute, 20 Jahre danach, blickt Sven Paulsen zurück und erinnert sich. Es ging damals um eine für mich unvorstellbare Summe von 10 Millionen D-Mark. Frau Prahl fand dann aber einen Weg für die Finanzierung, indem sie mir das notwendige Eigenkapital vorgeschossen hat. Auch heute noch steht der Service bei der Sylter Verkehrsgesellschaft SVG an oberster Stelle. Tagtäglich befördert man inzwischen mehrere tausend Personen, die sich auf die Dienstleistung des Unternehmens verlassen. Steht die Lister Schwimmhalle vor dem Aus? Das ist zumindest zu befürchten, denn mit der Fertigstellung des neuen Sportbeckens der Sylter Welle wird deutlich früher gerechnet als bisher erwartet. In List muss jetzt überlegt werden, wie es dort weitergehen kann. Der Bürgermeister des nördlichsten Inselortes sagte jedoch mit großem Ernst, es ist völlig klar, dass List das Ganze alleine nicht weiterführen kann. Der neue Redaktionsleiter und Moderator Marco Budowska von Sylt 1 wird von Montag bis Freitag jeden Abend eine neue Ausgabe der Syltzeit präsentieren. Eine halbe Stunde voll mit Informationen rund um Sylt. Mit der aktuellen Wettervorhersage, Eventtipps, Prominenteninterviews, dem Beitrag des Tages und Gesprächen mit Sylter Bürgern sollen nun auch die Zuschauer täglich ihre planbare Dosis Sylt bekommen. Wir wollen auf der Insel zukünftig noch sichtbarer werden, kündigt Budowska in seiner Redaktionsoffensive an.